Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie zur heutigen Partie. Ich bin Wolf Fuß, der Kollege Frank Buschmann ist natürlich auch dabei. Es ist also das gewohnte Team. Schön, dass wir auch dieses Spiel heute wieder übertragen dürfen. Dürfte ein super Spiel werden, Buschi. Ein Freundschaftsspiel also, aber das wird wohl trotzdem intensiv, da beide sich eine Menge vorgenommen haben. Anpfiff und los geht's. Den Ball gibt erstmal nicht her. Jetzt wird's gefährlich. Frühes Tor, immer wichtig. So hatten sie sich das vorgestellt. Ein perfekter Start in diese Begegnung. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Machen Sie jetzt gut. Aber dann wird doch nichts aus dieser Situation Gefahr bereinigt. Hagen. Das ist ein vielversprechender Pass. Und das Tor. Da hat er ein bisschen Glück gehabt. Null steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Sehr gut aufgepasst. Na, ja, ist ein gefährlicher Steilpass. Das sieht gut aus. Gefahr noch nicht vorbei. Gut gespielt. Ist das nicht? Er schießt. Und da klingelt es im Kasten. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Jetzt könnt ihr den Ball reinbringen. Da fangen Sie den Pass ab. Pedrinho. Super dazwischen gegangen. Was den Ballbesitz angeht, haben die Gastgeber Vorteile. Und wenn du diese Überlegenheit dann so gut, so exzellent in Torgefahr ummünzen kannst, dann kommt eben eine Führung dabei rum. So, das ist jetzt natürlich schon klasse, was sie da machen. Enorm ruhig, ballsicher, diszipliniert. So der letzte Drang nach vorne ist momentan nicht zu sehen, aber sie liegen halt vorne und wer will es ihnen verdenken? Jetzt könnt ihr flanken. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Gute Aktion. Pass wird abgefangen. Pedrinho. Guter Steilpass hier, er spielt den Ball.
Der Torwart war da nicht gefordert. Nee, so richtig war das Tor in dieser Szene nicht in Gefahr. Sie machen diesen Ball nicht rein. Gerade eben in dieser Szene. Also, das ist nicht zu glauben. Hagen. Der Ball kommt wieder zurück. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Nur eine Minute noch Nachspielzeit, dann ist hier Schluss. Ja, guter Pass. Daraus wird leider nichts. Ob diese Partie wirklich nochmal spannend wird? Für den Moment steht es hier 3:0. Tolle Leistung bislang in diesem Spiel. Ihm gelingt heute fast alles, ist quasi nicht zu verteidigen. Durchgang 2 hat begonnen. Pedrinho. Stepanenko. David Neres. Und jetzt die Ecke. Die Ecke kommt rein. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Er geht dazwischen. Und jetzt wird es Einwurf geben. Sie wechseln also aus. Das wird Einwurf geben nach diesem Pass, der natürlich etwas zu ungenau war. Dodo. Mikola Matvienko. Ismaili. Anspiel kommt gut. Da ist die Flanke. Schuss kommt nicht durch. Es gibt den Elfmeter. Das war ein klares Handspiel. Sie verwandeln diesen Elfer. Nach diesem Treffer steht es nun 3:1. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. David Neres. Jetzt zieht er in die Mitte. Da könnte jetzt eine Chance entstehen. Sie sind fast wieder da. Es fehlt nur noch ein Tor. Das könnte ein ganz wichtiger Treffer gewesen sein. Der neue Spielstand lautet hier also 3:2. Ja, der Ball läuft perfekt. Kurze, schnelle Anspiele, immer wieder sehr souverän. Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Sie haben den Ball. Sie kommen über den Flügel.
Und jetzt haben sie den Ball doch verloren. Hagen. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Abgepfiffen, abseits. Die Verantwortlichen dürften zufrieden sein. Sie liegen vorne, mit dem Wechsel will man nun sicher auch für Absicherung sorgen. Stepanenko. Sie müssen hier irgendwie den Ausgleich machen. Jetzt vielleicht. Könnte der Ausgleich werden. Da wehrt er ab. Da ist der Ausgleich. Ist das spannend hier. Jetzt ist alles möglich. Und sie kommen hier zurück. Das war der Ausgleich zum 3:3. Machen Sie jetzt gut die Balleroberung. Immer noch unentschieden. Vielleicht jetzt spät nochmal die Chance. David Neres. Sie gehen dazwischen. Konradsen. Zwei Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Unentschieden steht's nach der regulären Spielzeit.